Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, die drei größten Speedkiller in deinem Golfschwung zu eliminieren, also Tipps zu eliminieren, die mehr Schaden als Nutzen, wenn es darum geht, den Ball ein bisschen weiter zu schlagen. Und den Ball ein bisschen weiter zu schlagen, macht uns ja allen wie immer sehr, sehr viel Spaß. Schaut das Video bitte bis zum Ende an, denn am Ende fasse ich das Ganze, was ich erkläre, zusammen und zeige eine Übung auf, die ihr machen könnt, wo ihr alle drei Elemente dann richtig übt. Mein Name ist Karl Füllbock, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Starten wir jetzt mit dem ersten Speedkiller, und zwar sehe ich das ganz, ganz häufig, dass die Drehung im Golfschwung nicht richtig verstanden wird, deswegen falsch eingesetzt wird und deswegen Geschwindigkeit kostet, aber auch es uns erschwert, eine ordentliche Schwungbahn hinzubekommen. Und zwar, wenn ich mich an den Ball stelle und wir achten jetzt mal auf mein rechtes Bein, es ist jetzt gebeugt und jetzt versuchen viele gegen so ein stabiles rechtes Bein zu drehen, aus dieser Perspektive oder auch das Gefühl zu haben, ich muss ja die Hüften passiv lassen, ich muss die Hüften stabil lassen, ich muss mein Bein stabil lassen. Das sind alles Dinge, die uns nicht wirklich nützen, weil ein stabiles rechtes Bein hindert uns an einer vollen Drehung. Und wenn wir keine volle Drehung schaffen, dann werden wir auch nicht unser volles Geschwindigkeitspotenzial entfalten. Und da gibt es aber eine ganz einfache Übung, wie wir es zu Hause oder auch auf der Driving Range üben können, uns ordentlich weit aufzudrehen. Und zwar kann das jeder schaffen, egal welche Altersgruppe. Die erste Sache, die super simpel ist, ist, dass ich meine Füße, meine beiden Füße ein bisschen nach außen drehe. Das hilft mir gleich schon einmal, meine Knie ordentlich zu bewegen. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle in Setup, dann lege ich einfach meinen Schlägerschaft an meine Oberschenkel und jetzt drücke ich mit meiner rechten Hand mein Griffende zurück und dabei drehe ich meine Hüfte ein bisschen. Und was ihr jetzt seht, mein rechtes Bein streckt sich ein kleines bisschen. Es soll sich nicht komplett auslocken, aber ich drehe meine Hüfte ein wenig. Dabei streckt sich mein rechtes Bein, mein linkes Bein beugt sich ein bisschen. Ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern das ist der Weg, wie wir das machen wollen und wie sich auch jeder gute Spieler bewegt. Wenn wir das hier geschafft haben, dann nehmen wir unseren Schläger, der hier noch an den Oberschenkel ist. Wir legen ihn an die Schultern und jetzt drehen wir einfach weiter. Und jetzt schaffen die meisten schon mehr als 90 Grad Drehung. Ich bewege mich hier noch einmal hin, Schläger an den Oberschenkel, Hand nach hinten rotieren, Schläger an die Schultern, weiter rotieren. Ja? Das ist schon erstmal die erste Übung, wie wir es schaffen, unseren Aufschwung ordentlich weit aufzudrehen. Denn für jeden Zentimeter, den wir unsere Hände nachher weiter nach hinten bewegen können, werden wir den Ball höchstwahrscheinlich auch weiter schlagen können. Ja? Und dafür ist eben eine ordentliche Drehung notwendig. Das heißt, auf gar keinen Fall das rechte Bein stabil halten. Das rechte Bein soll nicht stabil bleiben, soll nicht gleich bleiben, sondern das rechte Bein soll den Winkel ändern, damit wir uns ordentlich aufdrehen können. Das ist Speedkiller Nummer 1 und natürlich auch gleich die Lösung, wie wir das besser hinbekommen. Speedkiller Nummer 2, und das höre ich so häufig nach wie vor im Unterricht oder auch wenn ich spielen gehe, ist, ich hole ganz ruhig und langsam entspannt aus. Ja? Wenn ich jetzt aber ganz ruhig, langsam und entspannt aushole, dann macht man häufig einen folgenden Fehler. Und zwar holt man hauptsächlich aus den Armen aus. Und wenn ich nur aus den Armen aushole, dann erzeuge ich keinerlei Momentum oder Kopplung im Golfschwung. Ja? Und das ist das, was wir eigentlich benötigen. Das wäre das Gleiche, als wenn ich einen Ball werfen wollen würde und sage, ich hole ganz langsam aus und wenn ich hier hinten fertig bin, dann werfe ich den Ball nach vorne. Aber so funktioniert es natürlich nicht, sondern wenn wir einen Ball weit werfen wollen, dann ist es, ich verlagere mein Gewicht als erstes relativ ruckartig nach rechts, dann drehe ich mich auf, bevor mein Ball hier hinten ist und meine Hand weit wieder anfängt, bewegt sich mein Körper wieder nach vorne. Das heißt, ich koppel anständig. Und damit das Ganze jetzt nicht zu kompliziert wird, vereinfache ich das natürlich erstmal wieder. Und dazu stellen wir uns ins Setup. Was wir jetzt nicht machen wollen, ist, dass wir einfach sagen, ich starte langsam, ruhig hier aus den Armen, sondern wir machen das anders. Wir wollen das Gefühl haben, dass die Startbewegung, ihr seht es hier, eher aus einer Druckverlagerung nach rechts kommt. Ja, das heißt, Druckverlagerung nach rechts, das heißt, mein Bein beugt sich fast ein kleines bisschen und jetzt bewege ich
aus meiner Körperstreckung, das, was wir eben mit diesem Bein gemacht haben, dass sich das Bein ein bisschen in die Streckung bewegt. Wir beugen das erst, wir verlagern Druck nach rechts und jetzt schleudere ich meinen Schläger nach oben. Ich schleudere meinen Schläger nach oben, weil ich es eben geschafft habe, erst ein bisschen, ich sage mal, ich federe so ein bisschen in mein rechtes Bein herein. Ich federe in mein rechtes Bein und schleudere dann meinen Schläger aus dem Körper nach oben. Ja, ich erzeuge Momentum, um jetzt auch wieder ordentlich abschwingen zu können. Wir können erstmal anfangen, dieses Momentum ein bisschen zu erzeugen, indem wir sagen, okay, ich bewege hier ein bisschen meinen Druck in die rechte Seite. Wenn ich das zwei, dreimal gespürt habe, dann sage ich, okay, ich habe den Druck hier, mein Bein ist leicht gebeugt und jetzt bewege ich es in die Streckung und schleudere meinen Schläger nach oben. Und so werden wir ein bisschen Beschleunigung im Aufschwung bekommen und es wird uns das Ganze erleichtern, dass wir auch im Abschwung frühzeitig wieder nach links kommen können. Ja, egal ob mit dem Eisen oder mit dem Driver. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen ein Video gepostet, das verlinke ich hier noch einmal. Da hatte ich so eine kleine, ich sag mal, Tippelübung. Ja, so können wir jetzt auch mal wieder starten. Wir tippeln, bevor wir den Ball schlagen, so ein bisschen von rechts nach links. Von rechts nach links. Und alles, was ich jetzt machen werde, ist gleich, nachdem ich nach rechts gekommen bin, schleudere ich meinen Schläger nach oben. Kurz bevor ich oben bin, presse ich mein linkes Bein wieder in den Boden. Ich mache das einmal vor, das heißt tippeln, tippeln, rechts auf, links rein und schön durchschwingen. Ich mache das einmal mit Ball vor, dass wir uns das Ganze angucken können. Das heißt, wir wollen wegkommen von diesem, ich hole hier ruhig mit meinen Armen irgendwie aus, das erzeugt keinerlei Momentum. Und wir wollen, als wenn wir den Ball weit werfen wollen, natürlich Momentum erzeugen, um den Ball möglichst weit zu schlagen und möglichst viel Geschwindigkeit zu erzeugen. Also, wir starten aus meiner kleinen Tippelübung. Und wenn ich jetzt auf der rechten Seite bin, schleudere ich meinen Schläger nach oben, bewege mich nach links, stoße mich heraus. Also, wir machen das vor. Ich tippel ganz leicht. Ich tippel ganz leicht als erstes und sage rechts und dann gehe ich nach links zurück. Wir wollen spüren, wie wir das Momentum auch wieder nach links zurückbekommen. Wenn wir das gemacht haben mit dieser Tippelübung, dann wollen wir so natürlich nachher nicht Bälle schlagen unbedingt oder auf dem Platz spielen, besser gesagt, sondern jetzt wollen wir aber nicht dieses, ich starte ganz ruhig langsam aus den Armen, sondern wir wollen Momentum aufbauen, dass wir sagen, okay, ich habe gesagt, ich bewege ein kleines bisschen Druck an meine rechte Seite und diesen Druck nehme ich mit, um mich ordentlich aufzudrehen. Das heißt, mein Körper schleudert regelrecht meine Arme nach hinten. Auch so werde ich noch einmal versuchen, einen Ball zu schlagen. Bewege mich hier hin. Okay, Druck rechts, ich schleudere meinen Schläger nach hinten, nach oben und dann schlage ich drauf. Das heißt, ja, wenn wir uns das in der Zeitlupe angucken, dann sehen wir, ich drücke erst nach rechts, schleudere meinen Schläger nach oben und dann habe ich auch genügend Zeit, wieder nach links zu kommen und den Schläger zu beschleunigen. Um jetzt genügend Energie in diesen Schlägerkopf zu geben, kommen wir zu Speedkiller Nummer 3. Und dieser Speedkiller Nummer 3 ist das falsche Winkeln der Handgelenke. Ja, und dafür nutzen wir mal als erstes hier diesen Tourstick, den ich auf dem Boden habe. Was ich nämlich ganz häufig sehe, ist, dass ganz viele nicht genügend Winkel erzeugen, bis der linke Arm parallel zum Boden ist. Das soll aber mal grob unser Checkpunkt sein. Wenn der linke Arm parallel zum Boden ist, möchte ich zwischen meinem Arm und meinem Schlägerschaft 90 Grad erzeugen. Ja? Diesen Winkel möchte ich dann im Abschwung wieder entladen und ihr hört, wie viel Power ich dabei erzeugen kann. Ganz häufig sehe ich aber, dass man eher aus dem Ellbogen hier winkelt oder aus den Armen heraus winkelt und zwischen meinem Arm und meinem Schlägerschaft ist aber gar kein Winkel entstanden und das wollen wir natürlich vermeiden. Es wird häufig eher einfach nur aus dem Ellbogen der Schläger hier irgendwie hochgewinkelt oder viel zu wenig Handgelenkswinkel erzeugt und wir wollen diese 90 Grad an Winkel erzeugen, um jetzt, und dazu ist dieser Tourstick so schön, um auf der anderen, auf der gegenüberliegenden Seite im Durchschwung auch wieder diese 90 Grad erzeugen zu können. Denn das machen ganz viele Amateure falsch. Erst eher winkeln aus dem Ellenbogen und hier vorne haben wir keinen 90 Grad Winkel. Und das kann man wunderbar zu Hause mit diesem Tourstick üben, denn dieser Tourstick soll schön zischen. Und alleine dieses Gefühl, okay, ich habe hier einen 90 Grad Winkel,
zwischen meinem linken Arm und meinem Schlägerschaft und hier vorne zwischen meinen Armen und meinem Schlägerschaft oder diesem Touristik, besser gesagt, wieder 90 Grad winkeln. Wenn wir das einmal nur machen und sagen, okay, 90, 90 und ich versuche mal, diesen Stick einfach nur zu beschleunigen, dann wird das auch häufig schon ausreichen, um wieder mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen, um mehr Power dafür zu bekommen. Und wenn wir das ein paar Mal mit dem Stick gemacht haben, dann können wir das natürlich auch mit meinem Schläger machen, dass wir darauf Acht geben, 90 Grad linker Arm Schlägerschaft, 90 Arm linker Arm Schlägerschaft. So versuche ich auch mal einen Ball zu hauen, indem ich versuche, ich kann zum Beispiel auch meinen Schläger verkehrt rumgreifen, auch wieder dieses Zischen erstmal vor meinem Schlag zu erzeugen. 90 Grad, zischen. 90 Grad hier und zischen. Und wenn ich das ein, zwei Mal gemacht habe, dass ich mich relativ zügig danach hinstelle und versuche, diese Power auch wieder zu spüren und meinen Ball zu schlagen, auch dann werden wir merken, wie viel Energie wir an den Schläger abgeben können. Fassen wir das Ganze einmal kurz zusammen und bringen dann nochmal eine Übung, wie wir alles gemeinsam üben können, also wie wir diese Speedkiller allesamt auf einmal eliminieren können. Das Erste, was wir gesagt hatten, in ein stabiles rechtes Bein reinladen, das war Quatsch. Wir wollen nicht versuchen, gegen die Hüfte zu drehen, sondern wir wollen meinem rechten Bein erlauben, sich ein bisschen zu strecken, Schläger hier an die Schulter, um zu spüren, wie ich eine große Drehung erstmal überhaupt hinbekommen kann, ist Nummer 1. Nummer 2 war, wir wollen ein bisschen Momentum spüren. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, Druck rechts und der Körper schleudert den Schläger hoch, ruhig mit ein bisschen Schmackes. Nicht dieses, ich starte langsam aus den Armen. Das ist in der Regel keine gute Idee. Das erzeugt kein Momentum, das erzeugt keine Power nach vorne. Und Probleme Nummer 3, schlechtes Winkeln, häufig hier aus dem Arm hochgewinkelt. Keine 90 Grad erzeugt zwischen linkem Arm und Schlägerschaft, aber diese Power brauchen wir, um den Schläger wirklich mit, ja, ich sag gerne Schmackes, nach vorne zu bewegen. Wie können wir das Ganze jetzt eigentlich üben? Und zwar, diese Tippelübung eignet sich eigentlich ziemlich gut dafür. Das heißt, ich bewege mich so ein bisschen von rechts nach links, ein kleines bisschen hin und her getippelt, ja. Und jetzt schaue ich, wenn ich aufschwinge, dass ich meinem Schläger erlaube, genug zu winkeln und dass ich meinem rechten Bein erlaube, ein bisschen in die Streckung zu kommen, um genügend Drehung und genügend Momentum zu erzeugen. Und das Ganze versuche ich jetzt mal flüssig hin und her zu mich zu bewegen, erst ganz langsam anzufangen und dann immer schneller zu werden und dann versuchen wir gleich einen Ball zu schlagen. Also wir versuchen es einmal. Das heißt, wir machen volle Schwünge immer, wir wollen ja diese volle Drehung spüren, wir wollen das Winkeln spüren. Und wir wollen spüren, wie sich mein Körper zuerst im Aufschwung und mein Körper zuerst im Abschwung bewegt. Also, wir fangen an. Push rechts, hoch und links. Und jetzt machen wir das Ganze immer größer und schneller. Wenn wir das 2-3 Mal gemacht haben, dann versuchen wir diese Kraft, die der Schläger jetzt gerade hatte, auch an den Ball zu bringen. Mal gucken, was hier passiert. Ich spüre förmlich, wie ich jetzt langsam mehr Power an den Ball bekomme. Ja? Wir wollen aber jetzt auch einmal versuchen, einen Ball zu schlagen, ohne diese Übung, die wir gerade gemacht haben, sondern dass wir sagen, ich gebe meinem Körper Momentum, dieser Druck nach rechts. Ich erlaube meinem Bein, sich leicht zu strecken und ich erlaube meinen Handgelenken genug zu winkeln. Damit einmal sozusagen, dass wir den Körper sozusagen die Freiheitsgrade erlassen und nicht alles einschränken. Ja, das heißt, ein bisschen mehr der Bewegung, der natürlichen Bewegung Freiraum geben. Ja, das Ganze versuche ich jetzt einmal hier und sage, okay, push, ich schleudere alles hoch und bewege mich dann nach links wieder herein. Probiert das Ganze zu Hause aus, welche Bewegungen ihr nutzen könnt, um den Ball weiterzuschlagen, um eure Speedkiller zu eliminieren. Ich wünsche euch jetzt, wie immer, ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.